Mein Name ist Design Horizon und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bucket Plugin Programmiertutorials. Es ist 2014 und wir starten in ein neues Jahr und ich hoffe, das Jahr wird genauso toll wie das letzte Jahr. Und in dem Sinne wollen wir einfach so weitermachen wie letztes Jahr mit unseren Tutorials, aber mit einer kleinen Änderung. Ihr seht es hier schon, ich habe hier eine Seite aufgemacht, die nennt sich Bitbucket und auf der habe ich mein komplettes Repository von den ganzen Tutorial-Codes bisher hochgeladen. Und hier könnt ihr ab sofort darauf zugreifen, wenn ihr mal was nicht mehr weißt oder wenn ihr mal einen bestimmten Code schnipsen wollt. Dann müsst ihr einfach nur hier reinschauen. Habt ihr hier TSH, Tutorials. Könnt ihr hier die ganzen verschiedenen Klassen aufrufen. Zum Beispiel jetzt hier die Holy Sword Klasse aus der letzten Folge. Und könnt euch das Ganze hier einfach kopieren, wenn ihr das braucht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr beispielsweise nachschauen wollt, wenn ihr beispielsweise das komplette Paket haben wollt, könnt ihr einfach hier auf Übersicht gehen, dann auf Herunterladen. Und dann bekommt ihr schon die ganze komplette ZIP-Datei mit allen wichtigen Klassen bereitgestellt. So, ist das so viel dazu, damit ihr da nachschauen könnt, damit ihr nicht immer auf irgendwelche anderen Videos zurückgehen müsst und dann da nochmal nachschauen müsst, wie das geht und dann zu einer bestimmten Stelle vorspulen müsst und so, dass euch das alles erspart bleibt. Ich hoffe, ich komme euch damit ein bisschen entgegen. Sieht das als so eine Art verspätetes Weihnachtsgeschenk an. Ihr seht, ich habe es am 29. hochgeladen, wollte es eigentlich schon viel früher bekannt geben, aber habe das immer mehr oder weniger versäumt. Nun, machen wir weiter mit unseren Tutorials. Ich werde heute auf das Thema eigene Events erstellen eingehen. Es ist eigentlich ein einfaches Thema. Es wurde vom User Zeno und Max gewünscht. Und ich dachte mir, es ist eigentlich schon ein interessantes Thema, aber ich habe es bisher noch nie dran gebraucht, aber jetzt, ja, bringen wir es dran. Okay, es ist eigentlich ganz einfach, ein Event zu erstellen. Bucket liefert dafür sogar extra eine eigene API dafür, dass man es machen kann. Ein bisschen tricky ist es schon noch, an einer Hürde scheinen die meisten Leute. Aber Bucket hat sogar eigene Tutorials dafür gemacht und von dem her ist das Ganze nicht weiter wirklich tragisch. Wir wollen uns ein On-Enable-Event erstellen, das aufgerufen wird, wenn der Server gestartet wird. Es ist eigentlich was recht Profanes und es wird auch nicht wirklich spannend, aber das zeigt eigentlich am besten das Prinzip, wie man die Events herstellt am besten. Was wir als erstes machen werden, ist, wir erstellen unser eigenes Event, was wir on enable event nennen und wir finishen und jetzt müssen wir dieses on enable event von der Klasse event erben lassen. Da haben wir jetzt aber mehrere Events zur Auswahl und haben wir hier beispielsweise das Event von org bucket event, das ist das richtige, das hier ist für Tastatur und Maus Events und das hier, keine Ahnung. Klick mal hier mal drauf. Dann müssen wir die unimplementierten Methoden einfügen. So. Und jetzt müssen wir das Event noch ein bisschen weiter erweitern. Dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Handlers List, die wir so erstellen. Private Static Final Handlers List. Handlers. Nicht Handlers. Handlers. Ist gleich New Handler List. Ganz einfach, schnell zu machen. Und das Ganze müssen wir jetzt nur noch erben. Jetzt müssen wir hier unsere Handler List, die wir neu erzeugt haben, übergeben. Und wir brauchen noch eine weitere Methode, die wir dann nennen GetHandlerList. Die muss genauso heißen, ansonsten streikt der Bucket bei euch und sagt, da gibt es einen Fehler, das kann ich so nicht im Raum stehen lassen. GetHandlerList. Auch auf die korrekte Schreibweise achten. Damit das. Oh, haben wir zwei Klammern. Und das AddOverride muss auch noch weg.
auf die korrekte Schreibweise achten, damit das Ganze auch wirklich passt. So. Dann wären wir eigentlich mit dem Event hier schon fertig. Ihr seht, das ist eigentlich nichts Spektakuläres. Jetzt müssen wir das Event zur richtigen Zeit aufrufen. Dazu gehen wir in unsere Tutorial Bucket Klasse und rufen hier unser Event mit folgender Methode auf: Bucket, get plugin manager, call event, new on enable event. Eigentlich ganz einfach und sollte auch jetzt nicht wirklich schwer sein. Jetzt wollen wir noch einen Listener machen. Den Listener, den erstellen wir wie jeden x-beliebigen Listener, den wir bisher genommen haben. Erstellen wir einfach eine neue Klasse. Und die nennen wir onEnableListener. So, abspeichern. Packen jetzt noch ein Implements drauf. Und erben unseren normalen Listener. Ich sag da jetzt nicht mehr viel dazu, weil es ist genauso. Nano. Warum willst du nicht? So. Dann müssen wir nochmal. Kopiere ich am besten vom Block Break Listener. STRGC. Machen wir hier wieder unseren OnEnableListener. Ja, jetzt haben wir es. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Methode erstellen, die wir public void onEnable nennen. Und das Event nennen wir onEnableEventE. Eine eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Dann müssen wir wieder unsere Annotation einfügen, den Event-Händler, damit er auch weiß, dass er hier das berücksichtigen muss. Aber wieso wird er jetzt... Gibt's ja nicht. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eines machen, damit wir wissen, aha, das Event wird auch aufgerufen. Werden wir jetzt einfach eine kleine Nachricht verschicken. Und die nennen wir einfach, und da schreiben wir einfach rein, das onEnableEvent wurde aufgerufen. Das, was ich jetzt hier mache, ist jetzt eigentlich was ganz Profanes. Aber ihr könnt jetzt hier, könnt ihr jeglichen Code benutzen, den ihr zu dem Zeitpunkt haben wollt. Denn das Event wird ja jetzt beim OnEnable aufgerufen. Und somit habt ihr eigentlich euer eigenes Event. Und könnt damit machen, was ihr wollt. Speichern wir das Ganze noch. Exportieren. Gehen auf die Jar-File. Tutorial. Finish. So, jetzt gehen wir hier drauf, starten wir das Ganze, jetzt brauchst du ganz kurz. Und wie ihr seht, müssen wir mal kurz schauen, sollte das Event aufgerufen werden. Nein, wir haben noch was vergessen, wir haben den Listener noch nicht registriert. Das machen wir auch noch ganz kurz, muss ich wieder drauf gehen. Da gehen wir nochmal in unsere Tutorial Bucket Klasse und dann müssen wir hier noch den OnEnable Listener registrieren. Wichtig ist, das muss vor dem Call Event geschehen, weil sonst der Listener ja gar nicht das Event kennen kann. Dann speichern wir das Ganze ab, exportieren es und Jar-File und Tutorial und speichern das Ganze ab und wirken mal jetzt. Dann mach mal Reload am besten. So. Oh, jetzt beschwert er sich. Eine Null-Point-Exception. Wo denn? Dann müssen wir kurz nochmal raufschauen.
fokussiere ich mal kurz auf die Seite, die ich vorhin gefunden habe. Ja. Bucket. So, Event API. Genau, da müssen wir rauf. So, und diese Methode, die fehlt uns, die müssen wir implementieren. Ach, das ist eine statische Methode. Upsi, das. Speichern wir das. Das war natürlich ein Fehler, da fehlt ein Static dahinter. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber jetzt exportieren wir das Ganze. Jar-File, Tutorial. So, dann reloaden wir das Ganze nochmal. Und wir sehen, das On-In-Abbey-Event wurde aufgerufen. Wie gesagt, war jetzt ein bisschen tricky, dieses Get-Handler-List. Ich bin da jetzt selber nochmal drauf reingefallen. Ich verlinke auch nochmal auf die Event-API-Referenz. Wer Englisch kann, kann sich da auch nochmal ein bisschen was durchlesen. Und dann könnt ihr mit dem Events arbeiten. Ich sag jetzt hier Tschüss, wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Ob Let's Plays kommen, kann ich noch nicht sagen, da ich, wie gesagt, momentan viel zu tun habe. Na denn, Servus.